Kommen des Herrn. Entrückung. Ihr werdet mich kommen sehen in den Wolken. Es wird sich das geistige Reich zu euch herniedersenken, denn ihr, die ihr mir treu bleibet bis zum Ende, ihr seid schon zu Bewohnern des geistigen Reiches zu zählen, wenngleich ihr noch den Fleischleib traget. Ihr habt dann die Reife erreicht, die ihr mich schauen dürfet von Angesicht zu Angesicht. Doch in Wolken verhüllet komme ich euch entgegen. Denn meines Lichtes ganze Fülle ertraget ihr noch nicht, wenngleich ihr mich schauen könnet, ohne zu vergehen. Der Vorgang der Entrückung und meine Wiederkunft zur Erde ist nur meinen Gläubigen verständlich und darum auch glaubhaft. Und ob ich auch immer wieder diese meine letzten Ereignisse begründe und zu erklären suche. Die Menschen dieser Erde werden nichts Ungewöhnliches, Naturwidriges gelten lassen, weil sie für Geistiges kein Verständnis haben, weil sich ihnen auch nichts Geistiges offenbaren kann. Und darum werden sie mich auch nicht erblicken können, wenngleich ihr, meine Gläubigen, jubelnd und verlangend, die Hände nach mir ausstrecken werdet. Sie sehen nichts. Doch der Vorgang der Entrückung bleibt ihnen nicht verborgen und wird sie in großes Entsetzen stürzen. Denn auch dieser ist naturwidrig, dass ihr mir entgegenschwebt, dass ich euch zu mir ziehe und eure Körper, also lebend, die Erde verlassen werden, der Höhe, dem Licht entgegen. Doch auch das Licht erschauen die Ungläubigen nicht, weil sich das Licht nicht Eingang verschafft, wo es noch auf Widerstand stößt. Denn auch der Vorgang der Entrückung, das ungewöhnlichste Erleben auf dieser Erde, könnte noch die Menschen bekehren, die davon Kenntnis erhielten, wenngleich sie es nicht angenommen haben. Ein kurzer Gedanke daran könnte noch in letzter Minute den Menschen zu einem Ruf zu mir veranlassen und er wäre gerettet vor dem Verderben. Darum lasse ich die Entrückung sichtbar vor sich gehen, um wahrlich jede Rettungsmöglichkeit auszunützen. Doch die Herzen der Menschen sind schon zu sehr verhärtet, als dass sie meine Liebe zu erkennen vermögen. Ihr aber sollet mich sehen, und alles Leid wird vergessen sein, denn nun seid ihr schon nicht mehr Bewohner dieser Erde, sondern in meinem Reich. Denn ein Ort des Friedens nimmt euch auf, der nicht mehr an die alte Welt gemahnet. Mein Kommen in den Wolken ist euch Menschen angekündigt seit meiner Auffahrt zum Himmel. Und immer wurde ich erwartet von den Meinen. Mein Kommen ist aber auch das Ende dieser Erde. Und erst beim Ablauf einer Erlösungsperiode bin ich zu erwarten, weil mein Kommen das Ende bedeutet und die Entrückung der Beginn einer neuen Epoche, weil alle Voraussetzungen erst zu erkennen sein müssen, die eine Auflösung der Erdschöpfungen bedingen. Denn sowohl meine Wiederkunft zur Erde als auch die Entrückung der Meinen konnte nicht geschehen, solange nicht für die Menschen der endgültige Gerichtstag gekommen war, eben weil beide Erscheinungen für die noch lebenden Menschen einen Glaubenszwang bedeuten würde und weil ich nicht Ungewöhnliches geschehen lasse, um die Menschen zum Glauben an mich zu bewegen. Erst das letzte Ende auf dieser Erde war dafür vorgesehen. Und erst das letzte Ende hat eine Scheidung der Geister gezeitigt. Und dann komme ich selbst zu den Meinen und hole sie, auf dass sie der großen Not enthoben sind, auf dass sie den Lohn empfangen für ihre Treue und jubeln und lobpreisen den, den sie nun erschauen, in aller Herrlichkeit. Amen.